Zuerst mal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Powerplays, dem Hockey-Magazin hier bei uns auf FS1. Auch dieses Mal war ich für euch auf die Eishockeyplätze und habe zwei der interessantesten Spiele für euch ausgesucht. Und das sind die Themen. Erste Bank Juniors League. Die U18 der Eisbullen verlor gegen die Altersgenossen aus Schäkeschwarmer A und dritte Landesliga. Der EHCS Pirates Salzburg besiegte die Zeller Flyers mit einem sehr deutlichen Ergebnis. Wir schauen uns gleich den ersten Beitrag an, den der Fund in der Akademie Liefering, das Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen den Mannschaft an Alba Wollern Schäkeschwarmer statt. Dieses Spiel fand im Rahmen der U18-Liga statt und es gab einige schöne Tore zu sehen. Welche sind, das sehen wir im folgenden Beitrag. Beim Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen die Alba Wollern in der Altersklasse U18 der ersten Bank Juniors Liga zunächst einmal die Meistspielenden gestern Puck. Die Salzburger können sich die Scheibe zurückerobern, bleibt allerdings nicht wirklich mit Konsequenzen. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger sind im eigenen Verteidigungsdrittel. Pass, gut aufgepasst vom Salzburger Goalie. Jetzt wieder ein schöner Angriff auf die Richtung dort, der allerdings unterbunden wurde. Es bleibt vorerst beim torlosen 0:0. Jetzt wieder ein neuer Versuch, aber gut aufgepasst vom Salzburger Goalie. Jetzt ein neuer Versuch. Die Salzburger sind in der Angriffszone. Schuss, aber auch dieses Mal hat der ungarische Goalie sehr gut aufgepasst und somit eine schöne Parade verzeichnet. War herrlich anzuschauen, dieser Save. Jetzt wieder ein neuer Pass. Schuss. Immer noch die Salzburger an der Scheibe. Sehr gute Szene in dieser Phase des Spieles. Aber auch da bringt es nichts ein, denn der Goalie der Gäste hat sehr, sehr gut aufgepasst. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss. Und Tor! 1:0, herrlich herausgespielt. Die Scheibe ging irgendwie zwischen die Schoner des ungarischen Goalies hinein. Und dieses 1:0 aus Sicht der Salzburger war auch der Spielstand nach den ersten 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Die Ungarn sind zunächst in der eigenen Verteidigungszone. Pass. Neuer Versuch. Aber auch da bringt es nicht. Vielleicht jetzt. Wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger sind hinter dem Tor der Gäste aus Ungarn. Versuchen es. Können allerdings den Puck nicht in Richtung Tor bringen. Aber das gibt Konter für die Gäste. Schöner Schuss. Gut gemacht und Tor, Ausgleich zum 1:1, war sehr sehenswert, diese Kombination, auch wenn es aus Salzburger Sicht nicht unbedingt erfreulich war. Und Gäste setzen nach, bleiben in der Angriffszone. Pass. Werden hier nicht attackiert. Schuss, aber gut aufgepasst. Und der Salzburger Abwehr. Nachschuss und Tor, weiterer Treffer zum 1:2 nach 40 Minuten in dieser interessanten Begegnung. Dann der Schlussdrittel. Zunächst ein alles andere als optimaler Start für die Salzburger. Schuss und Tor, 1:3, schon nach 30 in der Anfangsphase. Und ja, auch dieses Mal war der Schuss unhaltbar für den Goalie.
Wieder ein neuer Versuch. Die Gäste bleiben an der Scheibe. Pass. Alte Abdi. Pass. Aber auch dieses Mal kein Problem für den Gastgeber, der hier zu spät kommt, und ein weiterer Treffer für die Ungarn ist die logische Konsequenz. Dann wieder die Salzburger, bleiben allerdings hängen. Und das gibt Icing. Jetzt wieder die Ungarn in der eigenen Verteidigungszone. Pass. Schöne Aktion der Salzburger. 1:4 der aktuelle Zwischenstand in dieser Phase, wie man im Hintergrund auf der Anzeigetafel erkennen kann. Pass. Geste immer noch um Puck. Schuss und Tor, weiterer Treffer hier in dieser Begegnung der Akademie. Jetzt wieder die Salzburger. Nachschuss und vermeintliches Tor. Allerdings jubelten die Salzburger zu früh, denn das Tor wurde nicht gegeben. Warum? Das war aus dieser Perspektive schwierig zu erkennen. Die Salzburger verlieren jedenfalls mit 1:6. Soweit also das Ergebnis vom Spiel Salzburg gegen Székesfehér war, dass die Salzburger ja bedauerlicherweise verloren. Weil wir gerade gleich bei den Themen sind, kommen wir als nächstes zur Nationalliga-Mannschaft der Elbs Hockey League Farm Team. Da fand ja am vergangenen Samstag das Derby gegen die Zeller Eisbären statt, das sehr spannend war und mit 3:4 an die Gäste aus dem Pinzgau ging. Erfreuliches gibt es dafür von der Bundesligamannschaft zu vermelden, denn die Salzburger setzten sich im Heimspiel gegen die Vienna Capitals knapp mit 4:3 in der Overtime durch. Natürlich gab es auch in der dritten Salzburger Eishockey-Landesliga ein Spiel, und zwar jenes zwischen den Pirates und den Zeller Flyers, das ein sehr eindeutiges Ergebnis brachte. Welches es ist, das sehen wir im folgenden Beitrag. Im Rahmen der dritten Salzburger Eishockey-Landesliga fand zunächst am vergangenen Sonntag in der Eisarena das Spiel der Pirates, die hier in den schwarzen Dressen zu sehen sind, und den Zeller Flyers statt. Die Gastgeber konnten sich schon in der Anfangsphase vor dem Tor von Markus Sirnik festsetzen, hier eine gute Reaktion, sodass es keinen Gegentreffer gab. Jetzt wieder für den nächsten Schuss. Gut aufgepasst, war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Dann wieder ein Schuss. Die Pirates können sich im Angriffsdrittel festsetzen und wieder eine sehr sehenswerte Parade von Markus Sirnik. Nachschuss und Tor! 1:0 für den Gastgeber, herrlich gemacht und keine Chance für den Goalie der Zeller Flyers. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Im Tor der Pirates steht übrigens Alexander Kallinger, der bisher eine tadellose Leistung hat. Hier Zurückpass. Schuss. Und Tor! 2:0, herrlich gemacht von Stefan Gaderer. Und nach dem ersten Drittel stand es in dieser Begegnung 3:0 für die Pirates aus Salzburg. Dann wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns im zweiten Drittel. Gute Aktion. Das Spiel spielte sich hauptsächlich im Mitteldrittel ab. Jetzt wieder ein Angriff der Pirates. Rückpass. Gut aufgepasst. Schuss. Wollte abziehen. Und Tor!
weiterer Treffer für die Pirates, die an diesem Nachmittag sich durchaus als treffsicher herausstellten. Und es sollte so weitergehen. Nachschuss, gut aufgepasst von der Flyers Verteidigung. Pass. Sehr einmal in der Angriffszone, aber kein Problem für Alexander Kallinger. Es bleibt beim klaren Zwischenstand für die Pirates. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Gute Aktion. Auch dieses Mal haben die Pirates sehr, sehr gut aufgepasst. Neuer Versuch. Wieder die Pirates in der Angriffszone. Schuss. Nachschuss. Gut, eine Reaktion von Marco Sernik. Pass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es wieder einen neuen Schuss. Gut aufgepasst, aber die Gastgeber bringen den Puck nicht im Tor unter. Jetzt wieder mal ein Angriff der Gäste. Können die neutrale Zone nicht überbrücken. Zurück in die Verteidigungszone. Jetzt dürfte es hinhauen. Aber werden abgedrängt. Gut aufgepasst. Alexander Kalk. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Pass. Immer noch die Pirates am Puck. Verlieren ihn an die Flyers, die sich in der eigenen Verteidigung. Und jetzt wieder. Rückpass. Schuss. Gut aufgepasst. Sollte eigentlich abziehen, aber es gibt keinen weiteren Treffer für die Pirates. Herrliche Reaktion vom Goalie der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Nachschuss. Wir werden hier nicht attackiert. Aber dennoch geht die Scheibe nicht ins Tor. Jetzt wieder. Eine sehr häufige Szene an diesem Eishockey-Nachmittag. Pass. Aber auch da bringt es nichts ein. Vielleicht jetzt. Pass. Auch aus Zell sind einige Fans mitgekommen, um die Flyers anzufeuern, wie man vielleicht im Hintergrund hört. Gut aufgepasst von Alexander Kallinger und neuer Versuch. Das war ein weiterer Treffer für die Pirates, die diese Begegnung damit 8:0 für sich entscheiden konnten. Und Alexander Kallinger feierte somit ein verdientes Shutout. 8:0 für die Pirates, so lautete das klare und auch in dieser Höhe verdiente Endergebnis in einer interessanten Begegnung, bei der es relativ lang dauerte, bis die Pirates den Puck erstmals im Tor der Gäste unterbringen konnten. Natürlich gibt es auch weitere Ergebnisse aus den Landesligen, die ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Die Hornets verloren gegen den EC Hallein mit 1:5. Die Eiswüchse Saalfelden gewannen gegen den HC Senators mit 12:1. Gratulation an dieser Stelle auch nach Saalfelden. Und zu guter Letzt haben wir noch ein weiteres Ergebnis aus der dritten Eishockey-Landesliga, nämlich jenes zwischen der EHC Lokomotive Untersberg und den Knights, das mit 7:2 für Lokomotive Untersberg endete. Mit diesen Ergebnissen sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe der Sendung Powerplay angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1
Macht es gut, bis zum nächsten Mal.